Weiter geht es mit einer actiongeladenen Folge Meet Your Maker. Heute werden wir eine Community Map austesten, ja? Also Leute, ihr könnt auch gerne eure Maps mal reinschreiben, wenn man die über Soziale finden kann. Da werden wir das Ganze einfach mal auch hier austesten in Zukunft. Und zwar wurde mir gesagt, über sozialen Überfall. Und wie nice. Okay, das Ding ist, werden zwei gefunden. Er hat in den Kommentaren geschrieben, 70 Stunden Arbeit. Und ich denke, das ist wahrscheinlich die hier. Wir uns die andere auch anschauen. Nicht, dass ich mich dann da vertue. Oder muss man auch auf Klein- und Großschreibung achten? Wie nice. Alles klar, warte mal. Und wenn man jetzt getrennt schreibt. Ich teste erstmal, Leute. Okay, das muss einer von den beiden sein. Ich denke, das ist die untere. Ich habe auch übrigens schon etwas ohne euch gespielt. Ihr seht oben, ich habe jetzt einige Ressourcen, ne? Weil ich dachte mir, da muss ein bisschen mehr Action rein. Wir werden erstmal ganz kurz erstmal bei uns reinschauen, bevor wir das Ganze testen. Und zwar hatten wir hier 7 Kills. Wer sich noch zurückerinnern kann, diese Base hier. 7 Kills. Nur eine Bewertung. Was für Geier. Zwei Überfallversuche und 7-mal gestorben. 3,5er KD. Ja, die haben uns nicht gegönnt. Wir werden die auf jeden Fall wieder aktivieren. Wir werden erstmal sammeln. Dabei habe ich die nicht mal völlig ausgereizt, ne? Ich habe die nicht mal komplett ausgereizt, Leute. Ich habe die auf brutal gehalten. Wir werden jetzt erstmal sammeln, die wieder aktivieren. Dann die andere Base werden wir auch aktivieren. Ich habe hier ein bisschen gesammelt gehabt, Leute. Wie gesagt. Und wenn wir es mal uns anschauen, wo die denn draufgegangen sind, ja? Um diese Base handelt es sich. Und ich bin auf die andere Base gespannt, die wir dann testen werden. Also da unten war der Bonus. Hat sich aber eh keiner geholt. Hier passiert hier noch nichts. Hier ist jemand draufgegangen. Aha. Einfach beim Reinkommen schon draufgegangen. Ich glaube, die sind nicht mal auf dem Rückweg gewesen, ne? Hä? Ach so, in der Luft. Meine Armee hat ihn ausgelöscht. Dann hier auch. Kaputt gemacht, wollte er einsammeln und dann zack von hier oben wahrscheinlich. Ich bin Meister, Leute. Ich sag es euch, ich bin ein Maestro. Hier drauf gegangen, wegen den beiden und der Falle hier nur. Und weil die von hier hinten auch noch waren. Alles klar. Die sind auf jeden Fall nicht weitergekommen, außer nochmal hier unten. Also Rückweg gab es anscheinend nicht. Allein wenn ihr euch das hier schon anschaut, ne? Das haben die halt nicht überlebt, ne? Und ich glaube, die waren nicht mal hier unten drin. Naja, das war schon mal ganz gut. Dann würde ich sagen, aktivieren wir unser Prestige. Dann können hier nämlich wieder Leute rein, ne? Dann aktivieren wir das Ganze auch direkt mal. Am Wochenende ist eh am besten. 11 Stunden, ne, 12 Stunden. Dann gehen wir zurück, haben ein bisschen Material gesammelt, aktivieren noch die andere. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich in die Community Base. Wie gesagt, ihr könnt auch eure Base einfach mal euer Namen reinschreiben. Von eurem Außenposten oder euer Spielernamen. Spielername, ja, ich weiß nicht, ob Spielername gut wäre. Weil wir dann halt wissen, um welche Base es sich auch handelt, ne? Die werden wir nicht aktivieren. An der muss ich irgendwann mal nochmal rumbasteln. Ich weiß noch, wir aktivieren die hier. Hatten wir überhaupt alles eingesammelt? Ich meine ja, ne? Ich meine ja. Aber die wird auf jeden Fall auch aktiviert. Und dann. Hier geht es auf jeden Fall richtig gut ab, ne? Auf der Base hier. Oder eher gesagt, in der Base, nicht auf der Base. So, Prestige wird aktiviert. Diese Animation haben wir gerade in der anderen nicht, ne? Das ist eine 3, Stufe 3, Prestige oder was? Das hatten wir in der anderen gerade nicht. Schalten wir die aktiv.
Können wir noch irgendwas machen? Soweit ich weiß, nicht. Wir können auch wieder bauen, aber das lassen wir erstmal, Leute. Ich würde sagen. So, einmal ein bisschen laden. Die andere Base. The magnificence of your outpost tilts the balance of power Die hier. in our favor. Merkt euch den Namen. Stetson. Die werde ich für euch mal aktivieren. Dann könnt ihr nämlich in Zukunft werde ich das immer so machen. Meine Basen werde ich dann immer als sozial speichern, damit ihr da auch mal reingehen könnt. Mal meine Base testen könnt, wenn ihr unbedingt möchtet. Sozial. Der Name ist hier, ne, Leute. Die werden wir erstmal nicht aktivieren. Viel Spaß dabei. Die ist auf jeden Fall. Die ist schon gut. Die ist schon ganz. Die ist schon ein bisschen heftig. So. Und bevor wir jetzt losgehen, ja. Upgrade. Sollen wir ein Waffen-Upgrade holen? Ich glaube, Waffen-Upgrade lassen wir. Wir holen erstmal. Okay, hier sind wir auch ausgerüstet. Boost. Wir holen uns mal seinen Boost, weil ich will trotzdem mal abchecken. Und warte mal, Anzug aufwerten. Ja, das soll ich mal upgraden. Die Reichweite. Zum Aufheben. 50% Munition wird mehr hervorgehoben. Machen wir auch. Und da habe ich auch mal manchmal meine Probleme. So, dann holen wir uns noch den Boost hier. Und dann testen wir die Base, Leute. Jetzt wird getestet. Zack. Wie nice. Ich denke, es ist die hier unten. Wenn nicht, wir werden die oben auch noch austesten. Ich meine aber, das ist die. Er hat ja geschrieben. Oder er oder sie. Bin ich mir gerade gar nicht gerade sicher. 70 Stunden Arbeit. Ich bin gespannt. Also von außen erstmal so ein riesiger Würfel, ne? Aber es kommt drauf an, wie es innen ist. Ja, Stufe 10, das ist eine. Alles klar. Ein dicker Klotz. Ich bin gespannt, ob ich es überleben werde, Leute. Ich gehe auf jeden Fall safe ran, ja? Bisschen langsam. Aha. Hier fängt schon. Uiuiui. Der war mies. Da wäre ich fast drauf reingefallen. Nicht schlecht. Okay, ich muss hier echt aufpassen. Weil er versucht uns hier auszutricksen, der Kollege. Kriege ich aber trotzdem die Erfahrung, kriege ich trotzdem? Weiß es nicht. Wir müssen hier vorsichtig vorgehen, Leute. Da oben. Das sieht alles so. Ich spiele lieber safe, Leute, ja. Weil er hat schon so ein paar hinterhältige Sachen gebracht jetzt gerade. Wie gesagt, die. Base von ihnen könnt ihr ja auch testen, wenn ihr wollt. Den Namen habt ihr ja gesehen. Okay, hier geht's auch lang. Okay, ich würde sagen, hier gibt es dann den Bonus höchstwahrscheinlich, ne? Ich habe keine Gnade hier. Also ich werde hier versuchen, so safe wie möglich durchzugehen. Okay, das ist hier voll der Irrgarten, ne? Ich weiß nicht, ob ich den Weg zurückfinden werde. Oh. Okay, boah. Das hätte mich fast weggeholt. Das hätte mich jetzt echt fast weggeholt. Ich glaube, wir sind hier aber auf dem Weg zum Bonus, oder? Kann das sein? So nicht, Kollege. Nicht mit mir. Okay, hier sind mehrere Wege. Schon wieder eine Abzweigung? Warte mal.
Aha. Bin ich gut oder bin ich gut? Glaube, ich bin mehr als gut, oder? Ich glaube, ich bin mehr als gut. Aber ist schon gut. Anscheinend ja. Ist schon ziemlich tricky gebaut, muss ich schon zugeben. Das heißt, das hier wäre einfach nur eine Falle, ne? Okay, also doch nicht zwei Wege. What? So weit, so gut, Leute. Wir kriegen jetzt zwar kein Geld, also Material, aber Erfahrung kriegen wir anscheinend. Die sieht auch wieder auffällig aus. Wir müssen auf jeden Fall mal immer auf mein Symbol achten, weil dann sehen wir. Okay. Boah. Okay. Das war mies. Boah, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder laufen. Also die Base ist schon ziemlich groß, ne? Weißt du, es ist nur der Weg zum Bonus? Wenn das so ein langer Weg zum Bonus ist. Ah, jetzt habe ich das vergessen. Wer geht diesen Weg freiwillig? Wer geht diesen Weg freiwillig zum Bonus? Und jetzt lädt es irgendwie nicht. Okay, das war jetzt ein dummer Fehler gerade von mir. Hallo? Und jetzt, hier sind ja diese Hologramm-Dinger jetzt. Wo war das denn nochmal? Ja, genau. Den habe ich schon wieder vergessen. Versuchen wir mal ein bisschen schneller durch. Ich habe schon wieder die Hälfte vergessen, Leute, ne? Echt die Hälfte des Weges wieder vergessen. Wir gehen erstmal hier rechts lang. Achso, ne, hier war gar nichts. Okay. Das heißt, der Weg war eigentlich schon richtig. Ich war schon auf der richtigen Spur. Ein bisschen Angst, dass ich wieder irgendwas vergesse und dann den ganzen Weg wieder laufen muss, weil die Base ist schon verdammt groß, muss man schon sagen. Okay. Ich glaube, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Ja, das war wieder so ein hinterhältiges Ding. Hätte jetzt nicht aufgepasst, dann wäre ich jetzt wieder weg, Leute. Okay, hier war ja diese Nummer. Da oben sind jetzt auch diese. Genau. Das habe ich mir noch gemerkt. Keinen Fehler jetzt machen. Also, ich würde sagen, machen wir jetzt einfach so ein Ding hier hin. Wir haben es schon weit geschafft. Ah ja, da war ja einer. Da war ja noch jemand. Hier sind wir drauf gegangen, ne? Boah. Das war Knöpperoni. Aber das ist definitiv die Base von dem. Jetzt müssen wir aufpassen, ne, dass nicht irgendwo.
Hier ist nichts. Auf dem Rückweg wahrscheinlich. Jetzt habe ich halt meine. Hier wird auch was sein. Auf dem Rückweg safe. Da wird safe was sein. Und wie gesagt, Leute, ihr könnt eure Basen. Hier wird auch was sein auf dem Rückweg. Eure Basen auch hier reinschicken. Dann werde ich die testen. Aha. Mal kurz hier umschauen. Oh, hä, ist oben auf dem Weg? Wir kriegen ja leider nichts raus. Ach, schaut euch das mal an. Weißt du, dass hier offen ist, Kollege? Hier werde ich abhauen, das wird mein Fluchtweg sein. Das wird mein Fluchtweg sein. Ich behandle das so wie jeden anderen Spieler, Leute, Kollegen und Kolleginnen. Ich werde einfach den Weg nehmen. Oder ist das so gewollt? Kann auch sein, dass er das so gewollt hat. Jetzt habe ich leider meine wieder. Ja, warum? Ich habe mich schon erschrocken. So weit, so gut. Hier wird bestimmt auch eine Falle sein. Okay, hier sieht es sehr irritierend aus. Okay, und was ist das jetzt für ein Raum? Ich könnte da hoch. Wir machen das einfach mal. Leute, wir machen das einfach mal. Auch wenn das mein Verderben sein wird. Sollen wir das denn schaffen? Ich will wissen, was da ist. Gar nichts. Doch. Ey, ist das dein Ernst? Soll ich sterben? Ding ist. Ich werde hier doch runterfallen, oder? Okay, das ist ziemlich cool. Die meisten, die werden das nicht checken, oder? Alter, da hat er mich geprankt. Okay, das ist ziemlich cool, muss schon sagen. Oh, nein. Tut mir leid, das möchte ich mir nicht nochmal antun. Wir werden jetzt einfach weitergehen. Ich hätte mir das gerne eigentlich angeschaut, aber das ist ziemlich lang, ne? Ziemlich lang und auch vor allem extrem gefährlich. Hier kann man doch auch direkt. Oder was ist das hier? Oder ist das das Ziel am Ende? Ach, ich weiß nicht. Ich gehe jetzt den normalen Weg. Ich bin hier ein bisschen verwirrt, bin ich ehrlich. Also ich, wenn ich das jetzt normal spielen würde, würde ich hier nicht lang laufen. Ich habe mich jetzt verlaufen. Hä? Ich glaube, ich habe mich jetzt verlaufen. Ah ja, hier, ne?
Ich gehe jetzt einfach den normalen Weg. Obwohl, nee, das ist der normale Weg, ne? Ach, guck mal hier. Das ist also der normale Weg. Ziemlich. Ein ziemliches Labyrinth auf jeden Fall. Jetzt müssen wir dann langsam aufpassen, glaube ich, ne? Ein riesiger Raum hier, super. Jetzt habe ich leider meinen Respawn aufgebraucht, weil ich dieses Jump and Run machen wollte. Also, wir kriegen ja doch nicht einfach jetzt den Weg ohne Probleme präsentiert, oder? Das kaufe ich dir nicht ab, Kollege. Okay, der geht zwar da lang, aber ich gehe hier lang. Geh einfach mal hier lang. Die Base ist schon sehr groß, ne? Warte mal. Hier geht's auch noch mal hoch. Ach so, okay, das ist der richtige Weg. Alles klar. Ein langer Gang. Also wenn wir jetzt drauf gehen, ich habe meinen Respawn aufgebaut. Boah. Das hätte jetzt mein Tod sein können, ne? Und ich höre so einen dicken. Alles klar. So weit, so gut, Leute. Okay, deswegen unsere Granate kaputt gegangen anscheinend, ne? Sehr gut. Das ist schon mal gut. Ah, jetzt habe ich nur ein Leben, ne? Jetzt muss ich leider wieder aufpassen, Leute. Muss alles extrem analysieren. Okay. Was, das sieht, guck mal, wie es hier aussieht. Extrem verwirrend. Mein Gehirn kommt gerade nicht mit. Das habe ich aber noch gecheckt. Hier ist aber nichts, ne? Muss ja echt um jede Ecke gucken, ne? Vor allem, es gibt ja auch wieder diese Hologrammwände, mit denen der arbeitet. Ja. Aha. Zum Glück habe ich die Granate reingeworfen, sonst hätten die Flammenwerfer mich wahrscheinlich gegrillt. Also hier ist nichts, ne? Das hier sieht ja auch sehr auffällig aus. Was sind wir da? Okay, das wäre jetzt dumm gewesen. Ah, was werden hier für Fallen sein? Ich habe es mir schon fast gedacht. Ich hätte auch gedacht, hier auch ein paar.
Hier sind Magma-Würfe, die vorher nicht da waren, ja. Nein! Alter, wie habe ich das überlebt? Okay, das war nicht schlecht. Das war echt nicht schlecht, Kollege. Ich wäre fast drauf gegangen, ne? Müssen wir aufpassen. Ich habe einfach nur noch ein Leben. Hier kann ja eigentlich nichts mehr sein. Hier wird es jetzt gefährlich, ne? Oder? Ob jetzt nichts mehr ist. Okay, hier wurden wir verschont. Eieiei, nicht schlecht, die Base. Nicht schlecht. Von wo kam der Schuss? Ah, guck mal. Also hier. Das sehe ich sofort. Und hier über uns wahrscheinlich auch, ne? Ne? Ist das da hinten einer? Ne, ne? Alles klar. Ich hatte doch irgendeinen Weg, wie ich das hier umgehen kann, oder? Oder ist hier echt nichts? Ist hier nur ein normaler Weg? Was ist das hier schon wieder? Pfeile. Ich doch nicht runter, oder? Oder bin ich so blöd? Ich bin neugierig. Aha. Ist da nix? Anscheinend nicht, okay. Ich dachte, hier wird jetzt eine fette Falle sein. Also wäre es eine echte Map, hätte ich alle drei Dinger gesammelt. Also ist ja eine echte Map, aber wäre die aktiv. Wisst ihr, was ich meine? Ich hätte schon drei Belohnungen. Und das andere ist dann einfach so ein Jump. Weg mit dir. So ein Jump-and-Run-Ding, ne? Das habe ich leider nicht geschafft. Und ist mir jetzt auch zu riskant, um ehrlich zu sein. Ich will es nämlich rausschaffen. Warte mal, war hier nicht irgendein Weg, der doch direkt rausgeführt hat? Oder habe ich den jetzt übersehen? Ne, es war hier noch nicht, ne? Ich glaube nicht. Ich spiele einfach so, als ob ich die Base... Ah ja, wir haben den Ausgang hier hinten irgendwo. Und hier werden jetzt hinterhältig. Und wo kam das Ding? Da oben. Das ist hinterhältig. Das hat mich fast mein Leben gekostet. Oder der will auch, dass wir hier rausgehen, ne? Und hat er fallen. Hallo? Ich mach's einfach. Oder jetzt übersehen. So.
Dann haben wir es geschafft, Leute. Ich hab's geschafft. Aha, fast auch tot gewesen. Fast hätte ich es nicht geschafft. Und eine Falle zerstört. Welche Falle waren da? Die hier? Egal, wir haben es geschafft. So, Leute. Wie gesagt, wenn ihr die Base spielen wollt, da habt ihr den Namen nochmal hier oben. Schaut uns auch bei ihm vorbei. Der hat bestimmt noch mehrere Basen. Ich fand die auf jeden Fall cool. Ich kann leider nicht bewerten. Aber ich fand sie cool. Nur mit den Jump'n'Run, das habe ich jetzt nicht geschafft. Das war mir auch ein bisschen zu riskant. In der nächsten Folge, warte mal. Wir schauen erstmal, ob vielleicht bei uns was passiert ist. Natürlich nicht. Warte, die gilt als brutal? Nee, warte mal. Da muss ich dann doch einmal kurz was umstellen. Warum gilt die auf einmal als brutal? Ich habe doch das Prestige nur erhöht. Das schauen wir uns jetzt nochmal zusammen an. Und wie gesagt, Leute, meine Base, die andere, die habt ihr auch gesehen. Die zeige ich euch uns gleich nochmal kurz. Die könnt ihr dann auch testen. Aber warum? Das heißt auf einmal brutal. Die haben doch mehr Kapazitäten jetzt. Oder nee, nicht mal, ne? Warte mal, was wenn ich jetzt eine wegpacke, die hier zum Beispiel? Ist immer noch brutal? Hä? Ist deren Ernst? Wie viel Fallen soll ich denn wegnehmen? Gefährlich. Ja gut, dann nehme ich die halt weg. Aber sonst geht hier keiner rein, wenn das brutal ist. Also bei mir auf jeden Fall nicht. So. Leute, ich würde sagen, das war's auch mit dem Video, ne? Wie immer, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal wieder. Ciao.